Regenfeste Kleidung war am Mittwochnachmittag unabdingbar, denn beim traditionellen Kartoffelernten zeigte sich Petrus nicht von seiner besten Seite. Er öffnete die Himmelsschleusen über dem kleinen Örtchen Heichelheim oberhalb der Klassikerstadt Weimar und zeigte sich erst im Verlauf des Nachmittags einsichtig und drosselte seine nassen Boten. Zusammen mit rund 110 Kindern ging es dann für die Prominenz aus Politik und Wirtschaft auf die kleine Fläche zum Ernten der unterschiedlichen Sorten, welche die 8 Teams im April auslegten. Die Schulklassen und Kindergärten hatten sichtlich Spaß, in den Furchen die Knollen zu ernten, und auch Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht sammelte die freigelegten Erdäpfel gemeinsam unter anderem mit dem Geschäftsführer der Zeitungsgruppe Thüringen, Dr. Martin Jaschke, ins Weidenkörbchen. Und dabei kamen zahlreiche Große ans Tageslicht. Das lässt sich auf das für die Kartoffel gute Augustwetter zurückführen, war zu hören. Das gestrige Treiben auf dem Kartoffelacker ließ auch die Ministerpräsidentin in Erinnerungen schwelgen. Und in den Herbst sind immer Kartoffeln lesen gegangen und für den Korb gab es dann 10 Pfennig, manchmal 20 Pfennig. Da haben wir ein bisschen Taschengeld gespart. Der Ertrag ist in diesem Jahr gut. Könnte aber noch besser sein, war von gestandenen Bauern zu hören, wenn der Mäusefraß nicht wäre. Und so brachte sich auch diese Kleine lieber gleich mal in Sicherheit. Aber immerhin konnten die Erntehelfer den Dienstagnachmittag mit gut 500 Kilogramm Kartoffeln abschließen, die sie mit sichtlich viel Spaß aus dem Boden holten. Das zeigt, dass die Aktion Kids an die Knolle ein voller Erfolg ist. Mit dem Projekt sollen die Kinder sehen und selbst erfahren, wo die Kartoffel herkommt, die sie essen.